Ja, ein frohes neues Jahr zusammen und willkommen zurück auf dem Connect Tech Channel. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und hattet geruhsame Feiertage. Und das neue Jahr, das startet gleich mit einem Knaller. Samsung hat nämlich mit dem Galaxy S21 Fan Edition ein neues Smartphone vorgestellt. Und das liegt hier vor uns auf dem Tisch. Das werden wir jetzt einmal mit euch auspacken und euch einen ersten Eindruck geben. Es ist jetzt schon ein bisschen her, das war so Ende 2020, da hat Samsung mit dem Galaxy S20 Fan Edition das erste Mal eine günstige Alternative zur High-End S21-Reihe vorgestellt. Und das war ein guter Schachzug, das kam gut an, dass Samsung auf einmal High-End-Technik zu einem relativ günstigen Preis anbietet. Der Nachfolger, das Galaxy S21 Fan Edition, das jetzt hier vor uns auf dem Tisch liegt, das hat jetzt etwas länger auf sich warten lassen, was vielleicht auch mit der Chip-Krise zusammenhängt. Nichtsdestotrotz startet Samsung gleich mit einem Knaller-Phone ins neue Jahr, das wir jetzt nun einmal mit euch auspacken wollen. Ja, und das Gerät, das kommt jetzt hier in dieser relativ dünnen Verpackung und warum die so dünn ist, das zeigen wir euch gleich noch. Aber wenn man das mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ins Licht hält, das ist eigentlich ganz nett gemacht. Da sieht man so das 21 durchscheinen und es gibt hier so ein paar witzige Symbole noch auf der Verpackung. Den Deckel legen wir jetzt einmal geschwind beiseite und da blickt uns auch gleich das Gerät an. Das werden wir jetzt aber auch noch einmal ganz kurz beiseite legen und uns noch einmal ganz kurz der Verpackung widmen. Ja, und die ist, Samsung-typisch, muss man so sagen, in der Oberklasse wieder einmal leer. Samsung legt nämlich wieder hier kein Netzteil bei. Das S21 lässt sich aber theoretisch mit 25 Watt schnell laden und beherrscht auch kabellos 15 Watt per Qi. Das Gerät unterstützt sogar Wireless PowerShare, das heißt, ihr könnt jetzt Peripherie wie Kopfhörer oder ein anderes Smartphone, wenn es denn so wäre, auf dem Gerät direkt laden. In der Verpackung müssen wir mal schauen, was da sonst noch so drin ist. Gut, da gibt es tatsächlich nur ein Ladekabel USB-C auf USB-C. Und das fummeln wir jetzt hier einmal wieder rein und legen das beiseite. So, was jetzt hier also vor uns liegt, ist das S21 Fan Edition. Und das kommt mit einer matten Kunststoffrückseite und einem matten Kunststoffrahmen. Das fühlt sich aber alles trotzdem sehr wertig an und dürfte auch unempfindlich gegenüber Kratzern sein. Also das ist jetzt was, wo ja, Samsung so ein Stück weit spart gegenüber den normalen S21 Modellen. Da gibt es nämlich eine Glasrückseite, hier also nur in Anführungsstrichen Kunststoff. Das ist für den Preis, ja. Andere Hersteller setzen hier auf Glas, ganz einfach, weil es hochwertiger ist. Samsung argumentiert hier mit der Kratzresistenz. Ja, aber wie gesagt, das fühlt sich trotzdem haptisch alles gut an, ist auch sauber verarbeitet und ihr bekommt wie bei den High-End-Smartphones auch einen Wasser- und Staubschutz nach IP68. Was vor allem ins Auge fällt, das ist jetzt nicht nur die Farbe. Das Gerät gibt es in vier unterschiedlichen Farben. Wir haben hier Olive, es gibt es noch in Weiß, Lavender und Graphit. Das blenden wir euch dann alles einmal ein. Genau, was jetzt hier ins Auge fällt, beziehungsweise was hier jetzt in die Hand fällt, ist vor allem das geringe Gewicht. Also das Gerät wiegt nur 177 Gramm. Und das ist schon ein Pluspunkt. Also Kunststoff hat halt doch seine Vorteile. Ja, wenn wir uns jetzt hier mal so noch weiter am Gerät entlang hangeln und uns den Rahmen anschauen, dann sehen wir hier noch einen SIM-Schacht. Das Gerät kommt in Dual-SIM-Konfiguration. Eine Speichererweiterung gibt es nicht. Neben dem USB-C-Anschluss findet sich noch ein Lautsprecher und wenn man jetzt Videos anhört, dann geht das Ganze auch im Stereo-Verbund, denn hier oben in der Hörmuschel
ist natürlich auch ein Lautsprecher und der ist so laut, dass das Ganze, ja, dass man Musik und Filme Stereo hören kann. Auch ein dicker Pluspunkt. Wenn wir das Gerät jetzt wieder einmal umdrehen, dann können wir uns ja noch einmal dem Kamerabuckel widmen. Und der erinnert uns ziemlich an die S21-Reihe. Und das Schöne hier an dem Kunststoff ist, dass es wirklich so organisch in den Rahmen übergeht. Also der Kunststoff, der ist hier wirklich nahtlos, geht er in die Kameraeinheit und dann fließt er in den Rahmen. Also das gefällt uns schon ganz gut. Da hat Staub beispielsweise keine Chance, sich hier in irgendeine Ritze reinzusetzen. Die drei Optiken, die wir hier sehen beim Kamerasystem, die decken wieder einen relativ großen Brennweitenbereich ab. Wir haben hier verbaut eine Hauptkamera mit 12 Megapixeln. Wir haben weiterhin eine Ultra-Weitwinkelkamera ebenfalls mit 12 Megapixeln. Und wir haben eine Telezoom-Optik, die mit 8 Megapixeln auflöst und die einen dreifachen optischen Zoom bietet. Also das hört sich alles so nach dem Vorgänger an, ist aber natürlich auf dem Niveau eines S21, also eines normalen S21. Also die Kameraausstattung, die ist für den Preis schon ganz ordentlich und das gilt auch für die Selfie-Kamera, die hier oben im Display steckt. Die löst nämlich mit ja, doch knackigen 32 Megapixeln auf. Ja, und wo wir jetzt schon hierbei sind, bei der Vorderseite, bei der Front, da sprechen wir doch am besten einfach direkt über das OLED-Display, was Samsung hier verbaut. Und das kann sich so auf den ersten Blick ebenfalls sehen lassen. Also es ist wirklich hell. Wir haben das Ganze jetzt hier auf die maximale Helligkeitsstufe gestellt. Und die Farben sind mal wieder Samsung-typisch, richtig knackig. Die Blickwinkelstabilität ist so beim ersten Eindruck auch ziemlich gut. Und größentechnisch, da schauen wir auf eine Diagonale von 6,4 Zoll. Das liegt so zwischen dem S21, dem kleinsten Modell, und dem S21 Plus, der ja Nummer größer in der High-End-Liga bei Samsung. Also das Galaxy S21 Fan Edition hier mit einer Diagonale von 6,4 Zoll. Das Display hat eine Auflösung von Full HD, also Standard eigentlich in der Klasse, und bietet eine schnelle Bildwiederholrate von 120 Hertz. Und das merkt man vor allem beim Surfen, beim Scrollen jetzt hier durch die Menüs, beim Lesen beispielsweise oder halt auch in den Apps wie Twitter und so. Da hat man wirklich keine Schlieren, wenn man jetzt hier mal ein bisschen schneller scrollt, sondern sieht alles immer noch knackig scharf. Unter dem Screen sitzt noch ein Fingerprint-Sensor. Das Ganze funktioniert jetzt per Ultraschall und nicht mehr optisch wie in der S21-Reihe. Und das ist natürlich auch ein Stück weit sicherer. Wenn wir jetzt einmal ins Innere des S21 FE schauen, dann erblicken wir Qualcomms Snapdragon 888, also der Top-Chipsatz von Qualcomm aus dem letzten Jahr, der hier aber wirklich noch für ausreichend Leistung sorgt. Da braucht wirklich keiner Sorge haben, dass er da irgendwie in Stottern gerät beim Gaming oder so. Das wird nicht passieren. Das Gerät gibt es dabei in zwei Konfigurationen, einmal mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher und einmal mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Für die Version mit weniger Speicher ruft Samsung 749 Euro unverbindliche Preisempfehlung auf. Für die größere Version mit 256 GB Speicher, da muss man schon 849 Euro hinblättern. Es ist also jetzt schon, ja, es nennt sich schon ziemlich stark der Oberklasse an. Samsung hat da im Vergleich zum Vorgänger noch ja, etwas den Preis angezogen. Was die Konnektivität betrifft, da bleiben keine Wünsche offen. Dank des Top-Chips haben wir hier 5G mit an Bord. Wir haben Wi-Fi 6, NFC und natürlich auch einen schnellen USB 3.1 Anschluss. Damit ist man also wirklich auf dem aktuellen Stand der Technik und das sollte man auch sein bei dem Preis. Doch was bei dem Preis wahrscheinlich noch das entscheidendere Kaufargument ist, als jetzt die Technik oder was vielleicht sogar noch wichtiger ist einigen Leuten, das ist die Software, mit dem das Gerät läuft. Samsung hat hier jetzt nämlich das aktuelle Android 12 aufgespielt in der Samsung One UI Version 4, das ist also die Benutzeroberfläche. Was vielleicht aber da noch wichtiger ist, das ist der Software-Support. Und Samsung, da wir uns hier in der S21-Reihe, also in der Top-Liga doch bewegen, obwohl es die Fan Edition ist, Samsung verspricht hier drei neue Android-Versionen.
Und damit ist also auch Android 15 gesetzt. Das ist also eine starke Ansage, was so in der Preisklasse, glaube ich, die wenigsten Hersteller bieten. Und was natürlich super ist, sind auch die monatlichen Sicherheitspatches, die dann eintrudeln. Das war unser Unboxing der S21 Fan Edition. Das Gerät wird ab dem 11. Januar offiziell verfügbar sein, wie gesagt ab 749 Euro. Wir finden, dass der Preis schon nicht ganz so heiß ist, also es ist schon eine Ansage, die Samsung hier macht. Natürlich bekommt man auch entsprechend High-End-Technik. Das bietet der ein oder andere Hersteller noch einen Ticken günstiger an, als Samsung das jetzt tut. Aber man muss dazu sagen, die Software ist hier vielleicht auch der ein oder andere Selling Point. Die gute Update-Versorgung, die regelmäßigen Updates, die eintreffen, da macht Samsung wirklich in der Klasse keiner was vor. Falls euch unser Unboxing und das Video jetzt gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr sehen möchtet von unserem Content, dann abonniert uns und lasst uns einfach gemeinsam in das neue Jahr starten, in 2022. Wir freuen uns auf viele neue Videos mit euch und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald.